Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Skat-Analyse. Heute auf vielfältigen Wunsch die Auflösung zu Rätsel Nummer 32, noch so eine gesteckte Verteilung. Das ist eine unter Profis bekannte Verteilung, so habe ich das genannt. Das heißt nichts anderes, als dass sich schon vor 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahren Skatspieler damit auseinandergesetzt haben, schlaflose Nächte teilweise durchgemacht haben, wenn ihnen diese Aufgabe gestellt wurde. Das finde ich ganz interessant, dass das auch mal eine der wenigen historischen Stück weit zumindest belegte Partien ist. Einmal belegt, weil sie unter anderem auch hier in den gläsernen Karten von Manfred Quambusch drin steht. Zum anderen auch, weil ich durch einen Skatspieler darauf hingewiesen wurde, dass diese Partie schon vor diversen Jahren auf Skatreisen besprochen wurde und durchanalysiert wurde. Also ganz interessant, von daher habe ich auch dieses Rätsel draus gemacht. Und die Ausgangskarte in Vorhand sieht natürlich erstmal riesig aus mit 4 Buben, Ass 10, Lusche, 10 König, Lusche, 0 Augen in den beiden anderen Farben gedrückt. Und dann der Grand getauft, sicher in der Hoffnung, hier auch irgendwo Schneider zu spielen. Wenn wir es einmal schon mal durchrechnen von Anfang an, wenn es richtig dumm läuft, dann werden ja 3 Stiche abgegeben, Herz Lusche, Pik Lusche und Pik 10 sogar. Und auf diese 3 Stiche kann natürlich dann auch dreimal gewimmelt werden. Also Pik Ass 10, Ass 32, Pik Dame Lusche, das andere Ass 46, Herz König und eine weitere 10, 60 theoretisch möglich, aber natürlich nur, wenn es extrem sitzt. So, der Titel des Rätsels deutet ja schon darauf hin, dass es extrem sitzt. Und in diesem Rätsel habe ich leider die erste Karte vorgeben müssen, weil die Engine ansonsten mir einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat und zu viel verraten hat. Insofern wird in dem Rätsel mit Pik 7 aufgeschlagen, aber auch Aufschlag mit Pik 10 oder Pik König führt letztlich nicht zu einem anderen Ergebnis oder vielleicht schon zu einem bisschen anderen Ergebnis, aber das Motiv bleibt davon unbenommen. Der Pik König ist, denke ich, übrigens die schwächste Eröffnung, wenn man mit einer Pik-Karte starten möchte, denn dann kann theoretisch sogar gegen eine Normalverteilung Pik 3 zu 1 das Spiel verloren werden. Bei der Pik Lusche oder der Pik 10 kann das Spiel natürlich überhaupt dann nur verloren werden, wenn sofort alle 4 Piken in einer Hand sitzen. Das ist hier natürlich der Fall, das heißt, auf die Pik 7 wird direkt das Karo Ass gewimmelt. Der Spieler hier sieht natürlich auch, wo die Piken sitzen, schnippelt natürlich mit der Dame, 14 Augen, und logisch, dass er jetzt, wo er Karo gesehen hat, eine günstige Fortsetzung mit dem Karo König wählt. So, wenn wir jetzt hier Herz Lusche abtragen, haben wir leider sehr schnell chancenlos verloren. Ist auch leicht zu überschauen, hinten wird Karo 10 rausgenommen, 28, und dann müssen wir eben noch die Pik 10 abgeben, wo das andere Ass drauf gewimmelt wird, auf genau 60. Das ist also keine Option, macht es viel zu leicht. Hier ist jetzt erstmal Einstechenpflicht. So, als Spieler haben wir uns natürlich inzwischen von dem Schneiderplan distanziert, wollen jetzt an sich nur noch gewinnen. Und eine leichte Möglichkeit, wie das klappen könnte, ist jetzt erstmal das Vorziehen des Pik Königs, in der Hoffnung, dass der Spieler hier vielleicht schon wimmelt, quasi die Nerven verliert, oder dass der Spieler hier so oder so diesen Stich rausnimmt, dann ist das Spiel natürlich sofort gewonnen. Das passiert hier aber natürlich nicht, schon gar nicht mit den bekannten offenen Karten und der Engine. Und jetzt wäre es ja ganz üblich, eben nicht etwa die Herz-Lusche zu spielen, denn das ist ja auch klar, wir haben schon das Gefühl, dass hier alles dagegen sitzt, dann wird wahrscheinlich Herz auch zu viert stehen, und das macht es den Gegnern ganz leicht, uns danach wieder mit Herz zurückzuspielen und wir verlieren mit 60. Nein, die Annahme ist ja jetzt erstmal, wenn die 4 Piken hier stehen, dann ist es eher wahrscheinlich, dass die Herzen, falls sie denn auch zu dritt oder zu viert stehen, hier links verteilt sind. Also testen wir mit Herz Ass und versuchen dann eben mit der Herz Lusche den Spieler hier anzuspielen, damit wir dann einfach die Pik 10 abwerfen können oder zwei volle Angebote bekommen müssen. Das heißt, dann würden wir auch leicht gewinnen. Jetzt allerdings, zu unserer Überraschung, der Spieler links hat auch gar kein Herz. Das heißt, ja, auch Herz steht 4 zu 0, aber sowohl Pik als auch Herz sind beide bei dem Spieler hier. Und das heißt, erstens, er hat jetzt nur noch eine unbekannte Karte, und zweitens, obwohl die Verteilung so extrem ist, können wir den Spieler jetzt unter Zugzwang setzen und damit das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden. Und das heißt, wir müssen jetzt, obwohl es ja lehrbuchmäßig sonst nicht so üblich ist, leere Trumpfzüge spielen, unsere Buben einfach abspielen. Das wird beim ersten Mal noch niemanden besonders beeindrucken,
Da kann noch die Pik Lusche abgeworfen werden. Auch auf den zweiten Buben macht sich hier noch keiner groß Gedanken. Da kann noch eine Herzlusche abgeworfen werden, denn jetzt sind hier immer noch zwei Herzen und das Pik Ass. Aber auf den letzten Buben kommt dieser Zugzwang jetzt zum Tragen. Der Spieler hier muss sich entscheiden. Wenn er ein Herz abschmeißt, dann macht er nur noch den letzten Stich mit dem Pik Ass, weil wir dann Herz 10 und Herz Lusche ziehen können. Das kann er also nicht machen. Pik Ass kann er logischerweise auch nicht abschmeißen, also muss er wohl oder übel seine letzte Fehlkarte abschmeißen. Das ist in dem Fall hier die Kreuz 10, könnte aber auch eine kleinere Kreuzkarte sein, ist uninteressant. Jetzt können wir den Spieler jedenfalls mit der Pik 10 anspielen. Pik 10, Karo 10, Pik Ass auf 45 Augen und haben jetzt eben die Entscheidung, dass wir uns hier den Herzkönig noch greifen. Auf die Herzdame bleiben wir natürlich unter, hinten das Kreuz Ass, und das sind dann eben nur 59 Augen. Durch eroberndes Herzkönig schaffen wir es hier, das Spiel mit 61 zu gewinnen. Frage in die Runde. Hier in diesem Heftchen, da wird auch berichtet, 61 ist möglich, wenn der Herzkönig erobert wird. Frage in die Runde, ist denn das das Maximum, wenn wir einfach mal die erste vorgegebenen Karte entfernen? Wenn ich euch also freie Auswahl lasse für die erste Karte, wie viele Punkte könnt ihr dann maximal sogar erreichen als Alleinspieler? Unter Annahme, ihr kennt die komplette Verteilung und spielt optimal. Das ist eure kleine Aufgabe für heute. Während ich jetzt die Karten zurücknehme und neu verteile, könnt ihr da einmal drüber nachdenken. Habt ihr noch eine Verbesserung gefunden gegenüber den 61 Augen? Na, ich verrate mal so viel, wenn ihr auf folgenden Zug gekommen seid, Aufschlag mit Pik 10, was mir übrigens auch schon vorgeworfen wurde, warum kann ich im Rätsel nicht mit der Pik 10 starten? Gut, da geht es vielleicht eher so um die Schneiderüberlegung, dass man eher mit der Lusche startet, aber tatsächlich ist die Pik 10 auch eine Nuance stärker, denn jetzt wäre folgender Spielverlauf vorstellbar. Natürlich wird auch hier gewimmelt, dann wird das Ass rausgenommen, 32. Der Spieler hier darf natürlich nicht Herz oder Pik nachspielen, dann wäre sofort gewonnen. Karo König also, genau wie eben, gestochen. Jetzt der gleiche Verlauf. Herz Ass wird einmal getestet. Festgestellt, oh, alle vier Herzen sitzen auch hier. Das Spiel wird erkannt. Das Motiv wird erkannt, besser gesagt. Das heißt, Zugzwang erzeugen durch Abzug aller Trümpfe. Ein Pik kann hier erstmal noch aufgegeben werden. Den nächsten Buben kann der erste Herz aufgegeben werden. Auf den letzten Buben muss jetzt hier die Kreuz 10 abgeworfen werden. Ansonsten gibt es nur zwei Stiche und ihr macht natürlich viel mehr Punkte. Und jetzt könnte logischerweise statt die Jagd auf den Herzkönig zu eröffnen, auch die Jagd auf die Pik-Dame gemacht werden. Das heißt, Herz 10 wird gespielt, Herz Lusche, Karo 10 oder Kreuz Ass, Herz König. Und jetzt wird eben hier die Pik 9 getaucht und damit sind es dann zwei Augen mehr, sogar auf 63. Also herzlichen Glückwunsch, wer diesen Weg gefunden hat, aber es war noch nicht das Maximum, es geht sogar noch mehr, und das könnte etwa wie aussehen? Klar, das ist jetzt eine kleine Spielerei, gewonnen ist gewonnen, aber wenn wir uns schon mit der Verteilung beschäftigen, habe ich gedacht, dann machen wir es auch einmal richtig, und die Lösung für die maximalen Punktzahl sieht tatsächlich so aus. Es kann ja auch der Zugzwang direkt erzeugt werden, das heißt, auch wenn es verdächtig aussieht erstmal, wir könnten ja auch direkt mit den Buben starten. Ja, im ersten Moment wird hier nur abgeworfen. Auf den zweiten Buben
wird hier ebenfalls noch locker abgeworfen. Auf den dritten Buben gehen so langsam hier die Probleme los. Es darf hier natürlich kein Stich aufgegeben werden, also muss Karo König kommen. Jetzt wird das Spiel einfach fortgesetzt über Herz. Und nochmal von oben. Jetzt kommt Herz unten raus. Logisch wird geschmiert. 15 Augen. Der Spieler hier darf jetzt natürlich nicht mit Pik antreten, dann bekommen wir sofort die Pik 10 heim. Das heißt, wir gewinnen dann mit 66 Augen. Optimal für ihn ist es jetzt, die Kreuz 10 anzubieten. Die wird von uns gestochen. Und jetzt kommt die Magie ins Spiel. Wir können jetzt die Pik 10 erobern, indem wir einfach Pik Lusche rausschubsen. Damit muss der Spieler jetzt hier selber antreten. Selbst wenn wir hier übrigens nicht die Pik 7 hätten, sondern nur die Lusche. Wenn der Spieler den Stich verweigert, dann gibt er wieder einen Stich auf. Das heißt, dann machen die Gegner eben nur zwei Stiche und kriegen noch weniger. Also so oder so ist er jetzt gut beraten, rauszunehmen, Pik Ass hinterher zu spielen. Und das führt dann sogar auf 66 Augen. Das also ist die Lösung. Das stand hier noch nicht drin, das war noch nicht erkannt. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt hier in diesem komplett offenen Szenario mit bekannter Verteilung quasi agiert haben, was natürlich am Tisch unrealistisch wäre. So oder so, eine, wie gesagt, schon sehr alte Partie, die wir jetzt mal hier in der Tiefe beleuchtet haben. Hoffe, dass ihr an diesem Zugzwang-Motiv Spaß hattet. Das kann es übrigens auch in anderen Situationen geben, wenn eben zwei Farben extrem ungünstig lang erstmal dagegen sitzen, aber dann zur Überraschung, und deswegen kommt es auch nicht so vor, beide in einer Hand, dann könnt ihr den Spieler eben durch Vorziehen, Abziehen der letzten hohlen Trümpfe, ob das jetzt beim Grang oder auch beim Farbspiel ist, dazu zwingen, letztlich einen Stich oder eine gute Karte aufgeben zu müssen. Ein echter, schöner Zugzwang. Dann wünsche ich euch damit noch einen schönen Tag, bleibt am Ball und wie immer, gut Blatt!